Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn gar nichts mehr geht argumentativ, dann muss aber die Ideologiekeule rausgeholt werden. Dabei wäre einfaches Lesen schon ganz wertvoll. Ja, liebe Kollegin Vogt und auch Gebauer, ich habe gerade gedacht, eigentlich war das richtig gut und ein Vorschlag zur Güte, dass wir vor den Sommerferien nicht das hier debattiert haben, dann hätte man sich eigentlich diese Peinlichkeit der Vorstellung hier heute auch ersparen können. Da muss ich also wirklich an das anschließen. Frau Kollegin, ich darf jetzt mal, und damit es im Protokoll steht, denn Sie haben mich quasi der Lüge bezichtigt, damit es hier im Protokoll steht, ich zitiere aus dem Erlass. Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte schafft gegenseitiges Verständnis und leistet einen besonderen Beitrag für die schulische und gesellschaftliche Integration der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte. Darum hat gemeinsamer Unterricht Vorrang vor jeder getrennter Form. Dann heißt es unter 1 Regelklassen. Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte besuchen grundsätzlich Regelklassen in der von ihnen besuchten Schule und nehmen grundsätzlich am gesamten Unterricht teil. Sie erhalten bei Bedarf zusätzlichen Förderunterricht in Deutsch und werden individuell gefördert. Zweitens. Vorbereitungsklassen für Schülerinnen, die während des Schuljahres den Schulbesuch aufnehmen, ist die Bildung von Auffangklassen bei Bedarf möglich. 2.2. Die Entscheidung über die Zuweisung in eine Vorbereitungsklasse trifft die Schulaufsichtsbehörde. Ich zitiere aus dem Erlass, den die Kollegin schon angesprochen hat, von 2009, zuletzt aktualisiert 2014, ideologisches Gedankengut der schwarz-gelben Landesregierung. Wie peinlich ist das denn? Wie peinlich ist das denn, was Sie hier zelebrieren wollen? Vielleicht legt man das wirklich mal nebeneinander. Und jetzt kann ich gerne aus dem neuen Erlass zitieren. Das ist nämlich substanziell nicht geändert. Und da heißt es jetzt, alle neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler sind vom Zeitpunkt der Aufnahme an Schülerinnen und Schüler der aufnehmenden Schule. Sie werden dort in der Regel in einer Klasse der ihrem Alter entsprechenden Jahrgangsstufe und nach der Stundentafel unterrichtet. In Klammern Regelklasse. Und dann heißt es, Schülerinnen und Schüler, deren Kenntnisse in der deutschen Sprache eine erforderliche Teilnahme am gesamten Unterricht nach der Stundentafel nicht ermöglichen, erhalten eine intensive und individuelle Förderung in der deutschen Sprache nach folgenden Maßgaben. Sie kann in innerer und äußerer Differenzierung durchgeführt werden. Und entgegen dem alten Erlass, Frau Kollegin Gebauer, ist die Frage der Einrichtung schulinterner Sprachfördergruppen der Schulleitung zur Entscheidung im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen gegeben. So, und das heißt doch, Sie haben hier ein potemkinsches Dorf aufgebaut. Das ist doch ein Popanz, den Sie jetzt hier noch mal in 2x5 Minuten versucht haben darzustellen. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das müsste Ihnen doch langsam aufgegangen sein. Also Lesen bildet, Vergleichen bildet. Und wenn Sie noch nicht mal den alten Erlass nehmen, den neuen legen bei der Vorbereitung, dann ist das eine schwache Performance. Das hätte ich mindestens von Ihnen erwartet. Und in der Ressourcenfrage hat es auch nicht Abstrich einer halben Stelle im Land gegeben. Und das wissen Sie auch ganz genau. Und weil es anders nicht hilft, dann kommen Sie mit der Ideologiekeule. Wie gesagt, schwacher kann es eigentlich nicht sein. Sie haben ja zu Recht, und das finde ich gut, ich hätte es nämlich sonst auch gemacht, den Audiomitschnitt angefordert, aber irgendwie Erkenntnis haben Sie daraus nicht gezogen. Also war das Ressourcenverschwendung, auch vom Sitzungsprotokolldienst. Denn da würde ich mir ja doch erhoffen, dass dann das Verständnis scheint. Frau Kollegin Gebauer, Sie bezichtigen mich hier, die Unwahrheit gesagt zu haben und dann müssen Sie sich der Debatte stellen und dann müssen Sie sich gefallen lassen, dass man Ihnen hier nachweist, dass Sie Unfug geredet haben und dass Sie noch nicht mehr alten und neuen Erlass offensichtlich kennen und gegeneinander gehalten haben. Wir machen keine Rosttäuscherei hier mit Ihnen mit, sondern ich habe Wert darauf gelegt, dass das im Protokoll steht, was in alten und neuen Erlass ist, weil Sie versuchen hier die Landschaft im Land Nordrhein-Westfalen die Schullandschaft zu verunsichern. Das ist das Einzige, was Sie antreibt in dieser Frage. Und deswegen muss ich sagen, so geht es nicht. Das Ministerium hat auf die Hinweise hin reagiert und hat kommuniziert und ist weiter dabei, um genau das, was Sie auch versucht haben, mit anzulegen, eben nicht in der Landschaft verfangen zu lassen. Und so geht es nicht. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, Sie hätten diesen Antrag zurückgezogen. Haben Sie leider nicht. Dann müssen Sie aber mit der Resonanz auch rechnen.